Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, in der letzten Folge haben wir mit der Dame, die da hinten gerade versucht, Breakdance zu machen mit dem Schweinchen, so wie es aussieht, haben wir Anna zu Ende gemacht. Das wollte ich eigentlich sagen. Und eigentlich wollte ich vorher noch offline was bearbeiten und entsprechend Donald noch hochleveln. Habe aber gerade gemerkt, dass ich noch gerade so Zeit habe, eine Folge etwa aufzunehmen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich werde mir erstmal Ariel schnappen. Oh, die geht wieder dahin, wo ich sie wieder gar nicht erwischen kann gleich. Moment. Ja, ich wusste es, ich wusste es. Die geht wieder sonst wohin. Ich werde mir mal Ariel schnappen, falls ich es denn irgendwie hinbekomme, sie jetzt noch zu holen. Also anzusprechen. Und dann werde ich mit ihr die nächste Quest machen. Na, ich wusste, dass die wieder abhaut. Bleib hier. Bleib hier. Nein, da wo ich dich anspreche. Ariel. Ich Oh, habe schnell eine antippen. fantastische Idee für uns. Ich wollte gerade sagen, ich möchte sie aber auch gerne sehen, wenn ich mit ihr spreche. Okay, lassen wir es so. Hättest du etwas Zeit, um mir bei etwas zu helfen, Gameplayerin? Natürlich, was brauchst du? Nun, da ich wieder im Tal bin, habe ich erneut mit der Arbeit an meiner Sammlung begonnen. Ich liebe es einfach, Menschenzeugs zu sammeln. Ich finde es etwas übertrieben, was du da machst, Ariel. Aber ist okay. Es gibt ein paar Dinge, die ich gerne hätte, aber ich kann sie nirgends finden. Welche? Ich werde nach ihnen Ausschau halten. Oh ja. Oh, danke schön. Ich glaube, das erste wird Schneebesen genannt. Die Menschen benutzen ihn, um sich die Füße zu kratzen. Okay. Um ihre Füße zu kratzen? Ja, man hält den Griff und kratzt sich mit dem runden Teil die Füße. Okay. Ich bring dir genau das. Ich wusste, dass du wissen würdest, wie du mir helfen kannst, Gameplayerin. Das zweite Ding ist ein Kreisel. Es macht so viel Spaß, ihm zuzusehen, wie er sich dreht und dreht, bis er fällt. Verstanden. Ein Kreisel ist im Anmarsch. Als drittes hätte ich gern einen Zauberkasten mit einem seltsamen Namen. Ein Grammophon. Die Menschen legen Farbe drauf und drehen ihn, um hübsche Muster zu machen. Ich bringe dir diesen besonderen Kasten. Oh, das wäre fantastisch. Das letzte wird Geschichtenbaustein genannt. Es ist ein Rechteck mit Wörtern und hübschen Bildern, das eine Geschichte erzählt. Ich würde gerne einen neuen haben. Ich nehme an, Sie meinten Bild? Ein Geschichtenbaustein ist notiert. Danke, Gameplayerin. Vor dem Vergessen haben Wally und ich immer viele Dinge aus unseren Sammlungen ausgetauscht. Vielleicht weiß er, wo man finden kann, was ich suche. Klar doch, ich frage ihn. Auf Wiedersehen. Anna, hast du mich jetzt gerade erschreckt? Wieso eine Psychopathin steht hier auf einmal neben mir hier? So, die nehmen wir mit, wobei ich befürchte, dass wir jetzt bald keinen Platz mehr haben. Wally ist. Oh, Jetzt er hör mir steht mit. gut zu. Ja, geh mir aus dem Weg, Scar. Ich will nicht ernten. Ich will. Pass auf, ich schieb dich mal nach vorne, weil das irgendwie nahezu unmöglich ist. Geht doch mal beide weg da. Genau, nahezu unmöglich ist, im Feld jemanden anzusprechen, habe ich schon gemerkt. Aber wenn man auf dem Feld steht und man gerade dieses goldene Ding am Anklicken ist, wie blöde, dann kommen natürlich 20 Personen gefühlt, die alle in diesen goldenen Kreis drinstimmen müssen und einer davon spricht man immer an. Das ist leider wirklich so. Wally, erinnerst du dich an Ariel? Nettes Mädchen, rote Haare, eine Meerjungfrau. Früher hast du mit ihr Dinge getauscht und jetzt braucht sie deine Hilfe. Wally! Ich wusste, dass du dich an sie erinnern würdest. Ich muss einen Schneebesen, einen Kreisel, ein Grammophon und ein Bilderbuch finden. Tada! Das könnte das Bilderbuch sein? Ein Bilderbuch. Danke, Ariel wird es lieben. Kannst du mir jetzt bei der Suche nach dem Schneebesen helfen? Ah! Du zeigst auf eine Kochmütze. Oh, der Schneebesen ist in Remis Haus. Verstehe. Kannst du mir jetzt bei der Suche nach dem Kreisel helfen? Ha! Ein Spielzeugsegelboot. Ah, Donalds Haus. Alles klar. Also Remi und Donald. Kannst du mir jetzt bei der Suche nach dem Grammophon helfen? Ah!
Du hältst deine Hände hoch. Das sieht aus wie große Ohren. Mickey? Nein, Mini. Ich muss zu Minis Haus, um das Grammophon zu finden. Also, ich finde also den Schneebesen in Remis Haus, den Kreisel in Donalds Haus und das Grammophon in Minis Haus. Remi, Donald, Mini. Remi, Donald, Mini. Ich bin gerade mal liegen. Donald ist unten. Ach, da steht sogar das. Oh, sehr gut. Bei irgendeiner Aufgabe, wo ich was suchen musste, stand das nämlich nicht drin. Und dann habe ich, ja, wie blöde, gesucht, weil ich das letzte nicht mehr wusste, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Was machst du denn jetzt eigentlich hier? Ich will dich doch jetzt gar nicht mehr dabei haben. Warte mal, Anna. Lass uns später abhängen, genau. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ich brauche den Schneebesen. Den nehmen wir schon mal mit. Das ist blöd, dass Ariel nicht mitkommen kann. Also ich vermute... Ich weiß es halt nicht. Jetzt kriege ich wieder Schluck auf. Mann. Ich vermute und hoffe sehr stark, dass Ariel irgendwann mal in... Ich habe es doch gerade noch... Ach, da vorne. Dass Ariel irgendwann mal... Oh, da liegt noch was. Wir waren doch schon mal im Minis Haus zum Gucken, oder? Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine schon, dass wir da schon mal waren. War ein perfekter Tag für ein Picknick und Mini sagte, sie hätte gerade Schokokekse gebacken, die wir einen frischen Laib Brot und ein paar Äpfel aus dem Garten. Und Mickey und ich machten uns auf den Weg. Okay, jetzt habe ich natürlich vergessen beim Vorlesen, was ich sagen wollte. Mit Ariel. Ja, ich hoffe, dass sie wie im Film auch irgendwann Beine bekommt, dass sie tatsächlich mal mitkommen kann. Weil sonst ist es echt lästig, sie zu leveln. Muss ich sagen. So nimmt man sie ja einfach nur mit und dreht eine Runde mit den Kürbissen mehr oder weniger. Was suchen wir jetzt nochmal? Ein Kreisel. Ist doch kein Kreisel hier, oder? Nee. Ach, da. Okay. Ja, es ist echt... Achso, wo ist denn Ariel jetzt überhaupt? Es ist echt lästig, sie zu leveln, wenn man das nur machen kann mit diesen ich gebe dir was, was du dir wünschst, ne? Kann man die mitnehmen? Nee. So, ich sollte nicht so viel auf einmal reden und tun und machen und... Bitteschön. Ich freue mich so, dass du hier bist. Oh, danke, Gameplayerin. Es ist alles so erstaunlich, vor allem die Geschichte im Buch. Sie erzählt von einer Königin mit magischen Eiskräften. Hm, das kommt mir bekannt vor. Oh. Warte. Oh nein, das Grammophon ist kaputt. Das erfordert eine Werkbank. Ich könnte dir eine bauen und dann... Ja klar, sie könnte es selbst reparieren. Das findet sie bestimmt cool, oder? Du könntest sie selbst reparieren. Oh, das würde ich gerne. Dann könnte ich auch andere Dinge in meiner Sammlung reparieren. Meinst du, du könntest mir eine Werkbank mit Dingen aus dem Meer bauen? Vielleicht Sand und Jakobsmuschel. Oh, und außerdem Aquamarin und sogar Gold, um mich an meinen Vater, König Triton, zu erinnern. Ich freue mich wirklich sehr darauf. Bis bald. Auf Wiedersehen. Ja. Habe ich denn gerade irgendwas, was du noch brauchst, um dich zu leveln? Achso, das... Stelle Ariels Werkbank her. Wie mache ich das denn? Mit der Werkbank. So. Ich vermute mal, dass wir alles haben, weil jetzt nichts angezeigt worden ist. Goldbarren. Möbel. Ariels Werkbank. Ich hoffe, das sind jetzt nicht die letzten Aquamarine, weil ich glaube, das war der gleiche Stein, den wir... letzte oder vorletzte Folge schon brauchten. Gib Ariel die Werkbank. Dann porte ich mich aber trotzdem mal ein Stückchen tiefer. Und hoffe inständig, dass sie noch da ist und auch noch da bleiben wird, bis ich ihr das gegeben habe. So.
Bleib mal stehen. Ich habe die perfekte Werkbank für dich. Ich musste einfach an die Oberfläche kommen, um dich zu sehen. Oh, danke, Gameplayerin. Das ist fantastisch. Oh. Jetzt, nachdem du mir geholfen hast, wieder mit dem Sammeln anzufangen und ich alles reparieren kann, was kaputt ist, habe ich bald die wundervollste Sammlung im ganzen Dorf. Du bist eine richtig gute Freundin. Meine Güte. Hast du in deinem ganzen Leben jemals so etwas Wundervolles gesehen? Ich finde die Grotte cool, ja. Ach, kann ich die jetzt auch benutzen? Ja, cool. Also wenn ich immer was herstellen muss oder so, dann, das ist ja cool. Ich würde gerne mich so hinstellen, dass man die Werkbank sieht, aber mich nicht direkt mit. Aber ich glaube, das kann ich vergessen, oder? Weil das natürlich ein cooles Bild wäre. So. Zack. Fürs Cover. Von wegen eine Werkbank für Ariel. Aber leider geht es jetzt nicht weiter. Ich kann aber trotzdem noch mal kurz mit dir reden. Was gibt's genau? Wo würdest du am liebsten auf Entdeckungsreise gehen, Gameplayerin? Also in der Wüste nicht. Naja, im Wald ist keine richtige Entdeckungsreise. Ich sag mal in der Tundra. Das klingt so interessant. Was magst du an der Tundra? Eigentlich nichts davon. Ich habe es jetzt nur ausgewählt. Es gibt so viel Schnee, sag ich mal. Das würde ich gerne sehen. Manchmal schneit es über dem Meer. Mein Vater nahm mich einmal sehr weit nach Norden mit und da war Eis auf dem Wasser. Lass uns bald mal wieder sprechen, ja? Ja, bei dir doch auch. Oder ist es kein Eis? Ich habe keine Ahnung. Wo ist sie denn jetzt schon wieder hin? Bleib doch mal ich da. Ich musste einfach an die Oberfläche kommen, um dich zu sehen. Erfordert das 10. Freundschaftslevel? Echt jetzt? Wie soll ich die denn leveln, wenn ich... Oh Gott, das ist... Oh. Also, wir brauchen weißes Springkraut, Diamant, Schokoladenwaffeln. Oh Gott. Ich mache mir da mal... Ich um mein Gedächtnis. Ich mache mir da mal kurz ein Bild von. So, damit ich mir das im Handy anzeigen lassen kann. Da ich jetzt keine Lust habe, mir das alles aufzuschreiben. So, dann schauen wir mal, ob wir das können. Also. Schokoladenwaffel. Können wir überhaupt schon irgendwas mit Schokolade machen? Das ist jetzt die Frage, weil wir haben ja eigentlich gar keine. Ach, wieso gehe ich jetzt rein? Den doch nach draußen extra gestellt. Schokoladenwaffeln. Schauen wir mal. Ich denke mal, dass wir das noch nicht haben. Das große Problem wird halt werden, ne, die Schokolade. Ich denke mal, dass man da irgendwie ja, wahrscheinlich Schokolade für braucht. Aber wo soll ich Schokolade herkriegen? Deftiger Salat. Knurr mich nicht so an, Ska. Ich bin gerade beschäftigt. Vielleicht kriege ich den ja auch, wenn ich Toy Story mache. Das wäre jetzt natürlich doof. Also es wäre gut, wenn ich das wüsste. Aber das wäre jetzt doof, weil wir das dann jetzt nicht machen könnten. Nee, aber das ist alles was anderes. Schokoladen können wir nicht machen. Wir können nur Vanille machen. Ja, dann mal schauen. Diamanten sind natürlich so eine Sache. Hab ich auch keine mehr? Doch, habe ich doch hier. Habe ich aber nur 3 von. Andererseits, ich brauche irgendwas, womit ich das leveln kann. Ich muss dringend nochmal in die Höhle. Ich merke das schon. Also, Moment. Die Sachen tue ich mal eben rein. Sonst haben wir hier nichts. Nee. Also einen Diamanten und dann weißes Springkraut brauche ich noch, die Pflanze. Das schauen wir mal eben. Weißes Springkraut. Ah.
Haben wir aber auch nicht viel von. Das heißt... Naja, ich wollte ja sowieso Blumen auch mal farmen. Jetzt weiß ich zumindest, warum. Okay, das mit den Schokoladenkuchen, Schokoladenwaffeln nervt mich jetzt ein bisschen, ehrlich gesagt. Ich schau mal, obwohl, ja, ohne Schokolade kann ich halt keine Schokoladenwaffeln herstellen, ne? Also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass es das eventuell bei Toy Story gibt, aber keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht stimmt. Bleib mal stehen. Och Mensch, Ariel. Oh, hallo. So, ich habe was für dich. Und zwar weiße Springkraut. Hat sich schon mal ein halbes Level, glaube ich, jetzt höher gemacht, oder? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Und jetzt schauen wir mal. Weiße Springkraut und den Diamanten. Also wenn der jetzt nicht ein halbes Level macht, dann weiß ich auch nicht. Weil ich kann ja nicht ständig Diamanten mitbringen, hallo? Boah, es ist noch nicht mal. Mm. Ich danke dir, es ist wunderbar. Ja, sagen wir mal so, es ist wunderbar, dass ich ihr die Sachen gebracht habe, aber es ist nicht so wunderbar, was hier gerade passiert. Ja. Ich kann aber definitiv keinen Schokoladen... Ich weiß nicht mehr, was es jetzt war. Irgendwas mit Schokolade kann ich definitiv nicht machen. Solange ich nichts dafür habe. Vanille haben wir ja zumindest was, aber... Vielleicht sollte ich doch mal Toy Story anfangen. Ich weiß es nicht. So, für sie brauche ich Ariel Level 10. Was blöd ist, weil ich kann sie ja nicht mitnehmen und leveln. Das ist es ja gerade. Dann nehme ich aber mal an, dass auf Level 10 die Sache mit Erik kommt. Hoffe ich zumindest. Ich nehme jetzt mal, weil das zusammengehörig ist, nehme ich jetzt heute ausnahmsweise mal Ursula noch mit rein. In der Hoffnung, ich soll jetzt bloß nicht abhauen. Das kenne ich ja zur Genüge, auch wenn ich dann irgendjemanden da... Ich habe hier so viel Spaß! Das ist schön, aber das... Oh, hier draußen sind noch mehr Muscheln. Ich muss aber erstmal mit Ursula sprechen. Ursula, warte. Oh, du bist es. Hervorragend. Sieh mal an, wer zu Besuch ist. Nachdem sie mich aus dieser schrecklichen Höhle befreit hat. Leider ist nichts im Tal vergleichbar mit meinem Zuhause in Tritons Palast. Mein kleiner Seelengarten ist jetzt wohl nur noch ein Traum. Außer du könntest mir helfen. Ich biete dir... Ein Zuhause für einen Preis. Hm, scheint, als wärst du nicht so schwach, wie ich dachte. Na gut, du willst also mit den großen Fischen schwimmen? Dann lass uns eine Abmachung abschließen. Gib mir ein Haus am Strand und hilf mir bei meiner Besorgung. Dann gebe ich dir genau das, was du verdienst. Warum bist du noch hier? Kusch, sie hat doch schon ein Haus, da ist sie doch gerade drin. Ah, da bist du ja. Gute Arbeit, Fischlein. Mein neues Haus schlägt Tritons Palast um Längen. Bis auf die Fassade. Die braucht mehr Charme. Aber es ist auf jeden Fall besser als die Grotte, in der ich gefangen war. Jetzt, wo ich weiß, dass du leichtgläubig bist. Ach, ich meine, nett. Du musst deine kleine Besorgung für mich erledigen. Ja. Es ist ganz einfach, Schätzchen. Eine Kleinigkeit. Du musst dich nur in Häuser schleichen und etwas Papier ausleihen. Ein Mädchen muss darauf vorbereitet sein, Verträge schließen zu können, weißt du? In Häuser schleichen? ja, ich liebe es schon, herumzuschleichen, aber das ist ja... Ich muss sie es erst vorher wissen lassen. Oh. Ja, Weltverbesserer. Verschwenden immer meine Zeit. Na schön. Oh. Wenn du darauf bestehst, die Dinge zu verkomplizieren, dann bitte den neugierigen Zauberer um Hilfe. Da hat aber jemand eine Glückssträhne. Ach, die hat sich auch schon häuslich eingerichtet jetzt? Hä, das hatte sie aber letztes Mal nicht. Oder doch, Moment. Da hinten den Thron hatte sie letztes Mal auch schon.
Deswegen verstehe ich das auch nicht. Ich meine, ne, wir sind ja hier in ihre Höhle reingegangen. Das hat mich jetzt gerade total irritiert irgendwie, die Aufgabe. Merlin, wenn du jetzt weggeportet bist, ne? Ich reiß dir deinen dämlichen Hut ab. Nee, er ist noch auf Shoppingtour. Das dauert bei ihm immer eine Weile. Merlin, da. Hä? Ach so, das war, ich wollte gerade sagen. Ich dachte schon bei Jana. Hallo. Du siehst besorgt aus, Gameplayerin. Gibt es etwas, das ich für dich tun kann? Ich brauche nur... Ursula will, dass ich mich in die Häuser der Leute schleiche, um an Papier zu kommen. Schleichen. Wie kann sie es wagen? Naja, es ist eben Ursula. Keine Sorge, wir werden eine Lösung finden. Ich sage einfach den anderen Dorfbewohnern, dass du Papier brauchst. Dann brauchst du dich nicht in ihre Häuser zu schleichen. Ich lüpfe meinen Hut, obwohl ich es vorziehe, ihn aufzulassen. Das ist nett mit dem Dorfbewohnern, aber wo soll ich denn jetzt anfangen? Von den Häusern aus dem Dorf. Ich fange mal einfach hier an. Ich weiß jetzt nicht, ob die überall Papier haben. Ich denke mal nicht. Also er wird, denke ich mal, sicher Papier haben, oder? Ich gucke bei Mickey Maus noch mal kurz nach. Hi. Ich glaube, er hat Papier. Oder auch nicht. Ich habe gerade irgendein Buch. Hä? Rezeptbuch. Och. Okay. Sag mir bitte, es ist für Schokoladenkuchen. Ja, wir wissen nicht, wofür es ist. Keine Ahnung. Wahrscheinlich schon für etwas, was wir schon hatten, so wie es aussieht. So, einmal Papier. Sehr schön. Dann würde ich sagen, dass ich bei Merlin selber mal nachschaue, weil, ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, der Zauberer, der braucht auf jeden Fall Papier. Die anderen jetzt nicht so. Das heißt, er wird, denke ich mal, hoffe ich mal, was haben. Oder auch nicht. Aber ich höre hier. Doch, da. Okay, die Frage ist jetzt, wo kriegen wir jetzt das dritte Mal Papier her? Gotel, Goofy. Na, wir sind jetzt gerade schon mal hier. Gehen wir mal kurz bei Goofy gucken. Es wird nur gerade ein bisschen eng, weil ich hatte ja eigentlich gesagt, dass ich jetzt die Zeit habe, noch eine Folge aufzunehmen. Was auch stimmt, wenn die Folge jetzt nicht so lange dauern würde. Ah, sehr schön. Okay, dann können wir wieder zu Ursula zurück. In der Hoffnung, dass sie noch bei sich zu Hause ist. Ja, ist sie. Noch zumindest. Deswegen markiere ich die immer noch mal zusätzlich. So. Ich habe die auch extra weit abseits von den anderen hier hingestellt. Eigentlich müsste ich sie da hinten hinstellen. Aber dann wäre das mit dem Laufen so blöd, wenn man das den Eingang andersrum dreht. Du bist hier. Endlich. Gut gemacht, Fischlein. Als nächstes sei so nett und mach mir ein paar magische Schriftrollen und Tinte. Ich habe sie gerne zur Hand, um schnell Abmachungen zu treffen. Oh, und sie müssen einen Hauch von Magie aus dem Tal haben. Nimm das Papier, das du gefunden hast, besorge dir ein paar Traumscherben und extrahiere violette Tinte aus Blumen. Für die perfekten Zutaten muss man ein paar hübsche Dinge zerquetschen. Sind wir uns einig? Also ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, ob wir das nicht schon gemacht haben mit der Quest. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Weil irgendwie kommt mir das so bekannt vor. Nur das mit dem Papier kommt mir eigentlich nicht bekannt vor, deswegen... Aber das mit dem Herstellen jetzt... Ich weiß nicht. Das erste hatten wir aber definitiv schon. Ich meine, das war ja auch schon fertig, davon mal abgesehen. So. Lila Farbstoff und... Und. Was braucht sie noch? Achso, zweimal lila Farbstoff. Wieso soll ich denn jetzt noch ein leeres Fläschchen herstellen? Ich habe doch so viele davon. Leeres Fläschchen.
Boah, ernsthaft. Leeres Fläschchen. Verballern wir einfach mal sinnlos das Glas, obwohl wir 20.000 leere Fläschchen haben. Oh, das ist so schwachsinnig. Stelle die magische Schriftrolle und das Tintenset her. So. Man braucht doch nur ein leeres Fläschchen, also von daher. So, dann einmal wieder Richtung Ursula. Die ich dann auch nochmal eben schnell... Oh, jetzt komm schon. Mal eben schnell markiere. Es sieht ja geil aus, wie da die Krabben aufgespießt sind sozusagen. Das muss ich auch dringend noch abholen. So, altes Haus. Bitteschön. Du bist hier. Endlich. Ausgezeichnet. Ich kann endlich wieder Verträge abschließen. Aus dir ist wirklich ein echter kleiner Gehilfe geworden. Jetzt bin ich dran. Hier ist ein Geschenk. Das sind seltene Fische, die ich gefunden habe, während du auf deinen kleinen Füßen durch das Land gestreift bist. Betrachte dies als meinen Teil des Vertrags und komm bald wieder. Ich könnte dich wieder brauchen. Na, so selten ist der Fisch jetzt aber nicht. Ja, die sind schon etwas seltener, glaube ich. Oh, du bist es. Hervorragend. Ja, hast du Zeit zum Reden? Was ist es? Na, sag doch etwas, anstatt herumzulungern wie eine stumme Muschel. Das ist unhöflich. Wenn du mich etwas fragen möchtest, dann frag. Wie hast du Magie... Nee, warum verwandelst du Meereswesen in diese verschrumpelten grauen Wesen? Sprichst du von meinem Garten? Die armen Seelen in Not, die ihren Bedingungen für unsere Vereinbarung nicht erfüllt haben? Es ist einfach. Es darf sich nicht herumsprechen, dass meine Verträge gebrochen werden können. Außerdem freut es mich zu sehen, wie sich Tritons Untertanen an meinen speziellen Haken winden. Warum bist du noch hier? Kusch, kusch! Weil ich wissen will, was ich dir noch bringen muss. Nachtscherbe, Hochzeits... Ach so, das war das, ja. Genau. Ich mach noch mal eben schnell ein kleines Bildchen. So. Zack. Damit ich das noch weiß. Und dann mal schauen. Da hat aber jemand eine Glückssträhne. Ich verstehe es trotzdem nicht. Ich meine, ich habe... Die muss doch eigentlich... Nee, die muss nicht gelevelt sein. Ja, nee, ist schon richtig. Die muss nicht zwangsläufig gelevelt gewesen sein. Nur weil ich sie nach hier geholt habe. Ich glaube nicht. Was habe ich jetzt gesagt? Eine Nachtscherbe? Ah nee, die hatte ich eben reingetan. Das war Kohle, was ich noch habe. Aufteilen. So, eine Nachtscherbe. Hochzeitstorte und Cremesuppe. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich die schon machen kann. Hochzeitstorte und Cremesuppe kann ich auf jeden Fall machen. Okay. Die bringen wir ihr, obwohl ich die, glaube ich, sogar schon oben in der Truhe hatte. Fällt mir gerade auf. So, und dann noch die Hochzeitstorte. Aber ich glaube nicht, dass ich die machen kann. Das ist ja wieder was anderes als die Torte, die ich gemacht habe. Hier drüben. Wobei das auch nur Zufall wenn du so freundlich wärst. Ich weiß auch nicht, was in so einer Hochzeitstorte dann reinkommen sollte. Naja, es sieht auf jeden Fall schlecht aus. Wir sind gleich am Ende. Geburtstagskuchen nur. Ja, ja, ja. Ja, schade. Aber dann haben wir zumindest schon mal zwei Sachen für sie. Und dann kann ich das nochmal schnell abgeben in dieser Folge. Ich will das jetzt nicht zu sehr überziehen. Ich glaube, rechts rumlaufen ist irgendwie besser, sonst bleibe ich da dauernd hängen. Ich möchte das nicht zu sehr überziehen jetzt mit der Folge, weil wir immer so bei rum 25, manchmal auch 30 Minuten bleiben wollen. Du bist hier. Endlich. So, wie genau die Person, die ich sehen wollte. Sie wollte doch erst das vierte Level haben. So, du bekommst von mir erstmal eine Nachtscherbe.
damit ist er direkt auf Level 3 gegangen. Wow. Okay. Oh. Also darauf hatten wir sie, glaube ich, noch nicht, weil die Sachen sagen mir jetzt nicht so von der Optik her. Das sieht aber richtig geil aus. Hallo. Oh, du bist es. Hervorragend. Und dann wollte sie noch... Wo ist denn das jetzt? Achso, da die Cremesuppe haben. Und ist auf Level 4. Perfekt. Perfekt, dann bekommen wir auch noch ein bisschen Geld. Sehr schön. Und wir können hier auch noch mal was abschließen. Ja, allerdings möchte ich jetzt nicht die Aufgabe annehmen. Aber ich habe jetzt zumindest schon mal den videotechnischen Beweis, dass ich sie auf Level 4 gemacht habe. Sie muss ich noch auf Level 10 kriegen. Das heißt, mit ihr können wir jetzt nicht weitermachen. Ach ja, dafür, dass wir bei Ursula weitergekommen sind, können wir dann bei Dagobert weitermachen. Das ist cool, weil den wollte ich ja eigentlich komplett ausgelevelt haben. Und ich glaube, er ist irgendwo bei der letzten oder vorletzten Aufgabe, meine ich, wo wir jetzt sind. Ich bin mir nicht sicher. Dann würde ich sagen, wenn ich dran denke, mache ich beim nächsten Mal entweder mit Dagobert oder eventuell mit Donald weiter. Je nachdem, weil Donald, glaube ich, auch nicht mehr so viel hat. Das müsste die letzte Aufgabe, meine ich, sein. Wenn ich es noch schaffe, ihn vorher zu leveln, dann werde ich wahrscheinlich Donald machen. Ansonsten denke ich mal, dass ich Dagobert machen werde. Ich muss mich jetzt ganz schnell aufmachen, fertig machen und zur Schule fahren, meine Tochter abholen. Und ja, ich hoffe, dass ich dann heute Abend spätestens nochmal weiter aufnehmen kann. Ich bin total aufgeregt irgendwie, dass wir die anderen auch noch machen können. Und ja. Hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.